Hallo, hier ist dein Pierre Frank. Eintauchen in das Feld der Liebe. In dieser Folge zeige ich dir, dass es tatsächlich so ein Feld gibt und dass es wirklich einfacher ist, als wir vielleicht überhaupt vermuten. Das Feld der Liebe, sagst du, habe ich schon alles hinter mir, habe schon tausend Sachen probiert, hat nie funktioniert, immer wieder bin ich auf die Nase gefallen oder reingefallen oder mein Gott, anschließend ging es mir noch schlechter als vorher. Und kann auch sein, dass du jetzt vielleicht gerade Single bist und sagst, wie soll ich denn das machen, eintauchen in das Feld der Liebe? Oder du bist vielleicht in einer Partnerschaft, wo Liebe vielleicht nicht gerade das Markenzeichen dieser Beziehung ist. Also dann glauben wir ganz oft und sehr rasch und sehr intensiv, oh, Liebe findet bei mir ja nun wirklich nicht statt. Eintauchen in das Feld der Liebe ist tatsächlich möglich. Und da stellt sich natürlich auch gleich die Frage, was ist denn das bitte schön, dieses Feld der Liebe? Gibt es überhaupt so ein Feld? Ja, das gibt es. Es sind Frequenzfelder, Schwingungsfelder. Und man weiß inzwischen ganz viel darüber, dass wir tatsächlich solche Schwingungsfelder in uns erzeugen können. Also es ist eine Entscheidung. Und vielleicht kennst du ganz viele solche Schwingungsfelder bereits. Man weiß vielleicht, wer von euch kennt denn zum Beispiel die Bewusstseinsskala von Hawkins? Das ist zum Beispiel auch so eine wundervolle Beschreibung von ganz verschiedenen Emotionen und wie sie jeweils in uns schwingen. Und man weiß ja, das, was in uns schwingt, erzeugt ein Resonanzfeld und dementsprechend ein Erleben. Und wenn wir natürlich in einer Schwingungsebene sind, die vielleicht uns gar nicht gefällt, aber wir trotzdem darin verharren, dann erzeugen wir natürlich Dinge in uns und um uns herum, die uns vielleicht ebenso wenig gefallen. Und wir können uns ja mal gerne kurz die Bewusstseinsskala von Hawkins anschauen. Vielleicht kennst du auch die ein oder andere Emotion. Also da geht es zum Beispiel darum, um Scham ist das niedrigschwingendste. Also wenn du dich damit viel beschäftigst und immer wieder, beschäftigst ist ja ein nettes Wort, aber falls du immer wieder das Gefühl hast, du schämst dich so wie du bist, was du sagst, was du tust, du bist eher peinlich und. So, und dann bist du eher in dem Schwingungsfeld von Scham. Und dann wirst du immer im Außen etwas erzeugen, das dich darin bestätigt. Das heißt, wir werden immer bestätigt. Ja? Ein bisschen höher, ganz wenig, nicht viel, schwingt dann zum Beispiel die Schuld. Also ich habe ja ganz viel über Hawkins und der Bewusstseinsskala habe ich ganz viel geschrieben in dem Buch von mir Finde deinen Seelenpartner, das im Juli erscheint. Und klar, Seelenpartner und Bewusstseinsebenen und Schwingungsebenen sind ganz wesentlich, weil ganz oft bekommen wir keinen Partner und wundern uns oder immer den Falschen in Anführungszeichen und verstehen die Welt nicht. Und wenn wir uns damit ein bisschen beschäftigen, und das tue ich in dem Buch sehr ausführlich, dann verstehen wir plötzlich, warum wir immer ein Erleben erschaffen, ohne es selbst zu merken, das uns vielleicht nicht wirklich sonderlich gefällt. Also Scham schwingt ganz tief, ne? Oder dann kommt eben Schuld, Schuldgefühle, diese ganzen Dinge. Apathie ist schon ein bisschen höher, immer noch ganz tief schwingend. Also wir können uns gar nicht aufraffen, irgendwas zu tun, ist alles wurscht, ich kann es ja eh nicht ändern, was soll schon sein. Dann kommt Trauer, immer noch ganz tief schwingend. Also wenn du eher traurig bist und viele Dinge betrauerst, nicht loslassen kannst, Ereignisse, die geschehen sind, Verletzungen, die du erlitten hast und so weiter, dann befindest du dich im Feld der Trauer. Und dann gibt es nur sehr schwer da einen Weg raus, weil du entscheidest dich ja jeden Tag wieder erneut ganz bewusst in diese Trauer hineinzugehen. Und wenn du das oft und lang genug gemacht hast, dann hat man eine gewisse Routine darin entwickelt. Dann hat das Gehirn, unser Verstand gelernt, der Träger dieses Gehirnes möchte gerne immer wieder in das Feld der Trauer eintauchen und bietet uns einmal das an. Und gleichzeitig erleben wir immer wieder im Außen ähnliche Dinge, Dinge, die uns in dieses Feld eintauchen lassen. Ein bisschen höher, immer noch ganz wenig, schwingt Angst. Klar, wenn wir Angst vor der Zukunft haben, Angst um unsere Angehörigen, Angst, dass wir überhaupt rausgehen, dass wir uns verwirklichen, Angst davor, dass alles schief gehen könnte, auch das ist eine klare Entscheidung zu einem Feld. Auch wenn es dir nicht bewusst ist. Wir entscheiden uns, ich bleibe im Feld der Angst. Ein bisschen höher schwingt dann Begehren. Ja, Begehren ist immer auch die Gier und ich will, dass ich brauche, dass ich muss den haben, ich muss das haben. So, schwingt immer noch sehr tief. Genau. Spüren wir ja auch, wenn wir, das muss ich haben. Ja, wir merken ja schon, wie tief das schwingt. Ein bisschen höher, immer noch ganz tief, ist Zorn, Wut. Boah,
den könnte ich, wenn ich den erwische. So. Und dann sind wir wütend auf uns, auf alles, auf die Welt. Und dann bekommen wir immer noch mehr Erfahrungen, wo wir erneut wütend sein dürfen, erneut zornig sein dürfen. Ein bisschen höher, immer noch tief, schwingt Stolz. Klar, es gibt auch eine Form von Stolz, wo wir sagen, ja, ich bin stolz auf meine Kinder oder auf viele Dinge. Aber es gibt auch eine gewisse Form von Stolz, die in die Arroganz geht. Ne? Da überhöhen wir uns selber. Ich bin toller und größer als alle anderen. Also die siehst schon, was Emotionen und Bewusstseinszustände in uns bewirken. Wir können das sofort spüren. Und damit sind wir natürlich nicht im Feld der Liebe. Klar. Ein bisschen höher. Eigentlich ist das schon so fast so eine Art Neutralitätspunkt, ist dann Mut, da gehen wir schon raus, wir trauen uns was, wir wissen immer noch Bescheid, was wir alles nicht können, aber wir sind mutig genug, Dinge zu tun. Dann kommt der Punkt der Neutralität, das ist keine Apathie, sondern ich bin neutral, ich bin offen, ich bin alles, was da ist und so, bewerte ich nicht, dass ich sage, nee, so, sondern ich bin einfach erstmal neutral, mal sehen, was da alles geschieht. Das ist schon was anderes als Apathie. Apathie erwartet schon, ja, es wird so schief gehen. Bei Neutralität sagen wir, ich lasse mich gerne überzeugen. So, und dann gibt es natürlich die Stufe darüber, ist die Bereitwilligkeit. Ja, da bin ich bereit, das anzupacken. Ich möchte das wissen. Ich öffne mich. So, du siehst schon, ist schon ein ganz anderes Energiefeld. Ein bisschen höher ist dann die Akzeptanz. Das ist etwas, was uns auch sehr schwer fällt. Ne? Akzeptanz, ich akzeptiere so, wie ich bin. Ich akzeptiere die Situation, die jetzt da ist. Wenn wir das tun, dann sind wir schon ganz anders schwingend, weil wir lösungsorientiert sind. Es ist so, wie es ist. Ich bekämpfe es nicht, ich betraue es nicht, ich bin nicht wütend darüber, ich bin nicht empört, sondern ich akzeptiere, es ist so. Und jetzt suche ich für mich die beste Lösung. Doch, den merken wir schon. Hm? Ganz andere Energie. So. Und darüber schwingt dann das Feld des Verständnisses. Ich habe Verständnis dafür. Also da geht es dann schon auch ins Mitgefühl und indem wir verstehen wollen, wie andere ticken, also warum andere ticken. Und plötzlich gibt es da Nähe und gibt es da auch tatsächlich Intimität mit verschiedenen Menschen, weil wir wissen, warum der so geworden ist. Und wir verstehen die inneren Zusammenhänge. Und damit verstehen wir auch uns selbst. Wir verstehen auch, warum wir so sind und warum viele Bereiche in unserem Leben so liefen, wie sie bisher liefen. So, und jetzt kommen wir sozusagen in das absolute Feld, wo wir eigentlich hinwollen, in das Feld der Liebe. Das schwingt natürlich super hoch, klar. Das kennen wir. Und darüber ist dann natürlich nur noch Freude. Und dann darüber ist dann nochmal der Frieden und dann, klar, dann kommt schon die Erleuchtung. Aber wir wollen ja erstmal uns mit der Liebe zufrieden geben. Eintauchen in das Feld der Liebe. Also du siehst schon, es gibt ganz viele verschiedene Felder und wir entscheiden uns jeden Tag aufs Neue. Auch wenn du dich nicht entscheidest, ist das eine Entscheidung. Na, so, dann kann es eher sein, dass du vielleicht im Feld der Apathie bist. Oh ja, es ist ja gut. Nee, es wird ja wahrscheinlich sowieso nicht funktionieren. Bist du eher im Feld der Zweifel oder im Feld der Angst? Das ist schon. Also, oder ja, ich habe ja schon alles probiert, aber ist ja alles schief gegangen. So kann sein, dass du da im Feld der Trauer bist. Ne? Oder vielleicht auch im Feld der Wut. Mir passiert immer das. So. Also, du siehst schon, je nachdem, wie du dich äußerst, das ist auch eine Entscheidung. Ganz oft wiederholen wir diese Geschichten ja beständig und immer wieder. Wir erzählen sie allen Möglichen und wir erzählen sie auch uns selber. Und wir glauben uns auch selber. Das heißt, wir trainieren uns, wir programmieren unser Gehirn, in dieses Feld oder in jenes Feld immer wieder einzutauchen. Bitte schön, immer wieder diese Schwingungsfrequenz, die möchte ich immer und immer wiederholen. Wir sehen das natürlich nicht so, weil wir sagen, aber das ist doch die Wahrheit. Das ist doch wirklich so, das ist doch so passiert. Genau, das kann gut sein. Aber dass wir daran festhalten, dass wir diesen Bereich immer und immer wiederholen, ist unsere Entscheidung. Dass wir unsere Gegenwart danach ausrichten und damit auch unsere Zukunft. Das heißt, morgen wirst du vielleicht immer noch traurig sein, weil du im Feld der Trauer bist und übermorgen auch. Und übermorgen auch. Oder wenn du vielleicht
Im Feld von Wut und Zorn bist, dann wirst du heute zornig sein und morgen wütend sein und dann werden noch Dinge passieren und wir eichen unsere Wahrnehmung, unser Bewusstseinsfeld, eichen wir darauf, worauf könnte ich noch wütend sein? Jetzt hat der mich geschnitten. Hast du gesehen, diese Ampel haben sie immer noch nicht repariert. Diese Straße, schon wieder so ein Loch. Tausend Dinge. Aber jemand anderer fährt die gleiche Straße. Der bemerkt das gar nicht. Der ist vielleicht in einem ganz anderen Feld als du. Der ist vielleicht im Feld der Liebe. Und dann sieht er ganz andere Dinge. Und jetzt kannst du natürlich sagen, ja, aber das heißt ja, ich blende irgendwie alles aus. Ich setze mir eine rosarote Brille auf. Ja, genau. Ich glaube, ein Leben mit einer rosaroten Brille ist schöner als ein Leben mit einer dunkelbraunen, schwarzen, düsteren Brille. Das Leben ist, wie es ist. Die Welt ist, wie sie ist. Aber dein Leben ist nicht, wie es ist, sondern dein Leben ist, wie du es betrachten möchtest. Dein Leben ist, in welchem Feld du eintauchen möchtest. Und wenn du im Feld von, sagen wir mal, was habe ich hier alles in meinem schönen Buch aufgeschrieben, im Feld von Schuld bist, dann bist du, hast du immer ständig, alle anderen sind schuld, nur du nicht. Du bist schuld und du bist schuld und du bist schuld, wir weisen ständig aus. Ich bin ja nicht verantwortlich dafür, kann ich mein Leben auch nicht ändern. Und dann passieren auch dauernd Dinge, wo wir sehen, mein Gott, hat der wieder einen Fehler gemacht. Jetzt hat der sich wieder schon doof angestellt. Und gleichzeitig haben wir aber auch noch Schuldgefühle für uns selber. Wir fühlen uns auch dauernd schuldig. Klar, wie innen so außen. Also nochmal, das ist ganz bewusst eine Entscheidung. Das müssen wir verstehen lernen. Das, was ich denke, das, was ich empfinde, habe ich so entschieden, dass ich das denken möchte und dass ich das empfinden möchte. Und dabei spielt es keine Rolle, ob deine Vergangenheit richtig schlimm war. Ob es da ganz viele Verletzungen gab. Ja, natürlich. Klar, wir wissen, dass ein Leben nie geradlinig läuft. Und ganz viele Menschen haben ganz furchtbare Dinge erlebt. Andere Dinge haben vielleicht weniger furchtbare Dinge erlebt. Und dann kommen wir ganz schnell, das ist ungerecht und mir geht es ja viel schlechter. Ja, klar. Aber geht es dir besser, wenn du daran festhältst? Geht es dir besser, wenn du in 10 Jahren immer noch sagst, ich kann nicht, weil ich in der Kindheit und in meiner Jugend habe ich das erlebt und deswegen kann ich auch keine schöne Partnerschaft haben? Geht es dir dann besser? Oder wäre es nicht schön, einzutauchen in das Feld der Liebe? Ich erzähle dir gleich, wie wir das machen. Eintauchen in das Feld der Liebe ist auch eine bewusste Entscheidung. Und das heißt nicht, dass alles, was in deiner Vergangenheit geschehen ist, dass das in Ordnung war. Nee. Das heißt auch nicht, dass wir das gut finden. Nee. Das heißt nur, dass wir jetzt sagen, okay, jetzt möchte ich gerne mein Leben anders gestalten. Jetzt möchte ich gerne mein Leben so führen, wie ich es möchte. Und das heißt, dass wir uns ganz bewusst entscheiden. Also wir bewerten das auch nicht, wir verurteilen das auch nicht, wenn wir vielleicht jetzt viele Jahre oder Jahrzehnte in Feldern waren, die vielleicht nicht angenehm waren und deswegen ein Leben erzeugt haben, das vielleicht auch nicht angenehm war. Und vielleicht haben wir ein Umfeld, das uns ständig darin bestätigt, dass wir schuld sind, dass wir uns schämen sollten, dass wir Angst haben müssen. Also wenn du zum Beispiel ein Umfeld bist, wo du ständig Angst hast, dass du verlassen wirst, dass du nicht genügend Geld hast, dass man dir etwas antut, dass du krank wirst, etc., etc., dann bist du im Feld der Angst. Und damit du in diesem Feld bleiben kannst, wirst du weiterhin Menschen kennenlernen, Situationen kennenlernen, die genau das in dir erzeugen. Angst. Und dann sagst du, natürlich, aber ich muss doch Angst haben, Entschuldigung, weil das ist doch so. Und ich meine, ja, wenn der mich verlässt und der ist immer dabei, mich zu verlassen, dann wirst du sozusagen dir selbst bestätigen, wieso denn? Mein Umfeld ist doch so. Ja, aber wieso ist dein Umfeld so? Wie ist dein Umfeld entstanden? Wir bauen unser Umfeld durch unsere Überzeugungen, durch unsere Meinungen, durch unsere Gedanken. Und wenn wir in einem Feld der Angst sind, benötigen wir, dass unser Umfeld uns bestätigt. Benötigen wir, dass unser Umfeld uns beängstigt. Also wir erschaffen solche Situationen dann. Und wenn wir das erkennen, dann können wir unser Leben ändern. Dann können wir in alle möglichen Felder eintauchen, in die wir gerne eintauchen wollen. Also nochmal,
Wir haben hier die Felder Scham, Schuld, Apathie, Trauer, Angst, Gier und Begehren, Wut und Zorn, Stolz und Arroganz, Mut, Neutralität, Bereitwilligkeit, Akzeptanz, Verständnis, Liebe, Freude, Frieden. So. Also die erste Frage ist, okay, in welchem Feld will ich eintauchen? Und nochmal, ganz egal, wie deine jetzige Situation ist, dein Umfeld, meistens warten wir ja darauf, die Liebe, okay, da warte ich mal darauf, dass die kommt. Weil ich habe schon so viel Liebe gegeben und nichts zurückbekommen. Und dann verzweifeln wir, weil wir nichts bekommen. Also wir erwarten immer, dass die Liebe von außen kommt. Aber die Liebe kommt wirklich erst, wenn sie in uns ist, als wenn wir in das Feld der Liebe eingetaucht sind. Wenn wir Liebe sind, erst dann kommt sie auch von außen, weil sie dann spiegelgleich zu uns kommen kann. Das Außen spiegelt immer nur unsere Innenwelt. Das, was wir innen fühlen, das, was wir innen denken, das spiegelt unsere Außenwelt. Warum ist das so? Ganz einfach, wenn wir eine Überzeugung haben, eine Meinung haben, ich bin ein Loser, ich bin ein Versager, mein Gott, bin ich peinlich, dafür sollte ich mich ja schämen, so, dann ist es eine Überzeugung. Und wir suchen aus den Millionen Möglichkeiten, die da draußen herrschen, suchen wir Situationen, Menschen, die uns dieses Gefühl bestätigen. Na, du sollst dich eigentlich schämen. So. Es gibt ganz andere Felder, es gibt ganz andere Möglichkeiten. Je nachdem, in welchem Frequenzfeld, in welchem Frequenzband wir uns gerade aufhalten, welche Wellenlänge wir haben. Also, eintauchen in das Feld der Liebe beginnt bei uns, bei niemand anderem. Also spielt es keine Rolle, ob du jetzt Single bist, in einer Partnerschaft bist, die vielleicht nicht so schön ist. Es spielt auch gar keine Rolle, ob wir einen Lockdown haben. Nein, es beginnt bei uns. Wir alleine. Und wie tauchen wir denn bitte schön nun in dieses Feld ein? Also das Erste ist mal die Entscheidung. Ich entscheide mich dafür. Und dann kannst du gerne mal schon ein bisschen schauen, okay, in welchen Feldern habe ich mich denn eigentlich bisher gerne getummelt? Also was ist denn so mir eigen? Bin ich eher wütend? Bin ich eher traurig? Bin ich eher apathisch? Bin ich eher neutral? Zweifle ich eher? Bin ich eher schuldig? Also fühle ich mich schuldig oder lagere immer Schuld aus? Oder schäme ich mich, weil ich ja eigentlich eher unangenehm bin für andere? Ne? Also in welchen Feldern so hältst du dich für gewöhnlich auf? Und deswegen das Erste, deswegen erlebe ich dauernd Situationen. Das ist das Erste, dass wir mal sehen, das ist also ein Feld, in dem ich mich aufhalte, mit dem ich mich beschäftige und das ich immer und immer wieder erzeuge. Das Erste. Weil dann nehmen wir die Täterschaft an. Dann sind wir nicht mehr Opfer, sondern ich habe das geschaffen. Genial wichtig. So, dann entscheiden wir uns. Okay, also wir sagen nicht, dieses Feld will ich nicht mehr haben oder ich will aus diesem Feld raus. Nee, das interessiert uns gar nicht. Sondern es geht nur darum, okay, welche Felder würden mich jetzt noch interessieren? Welche Felder möchte ich denn noch ganz gerne erleben? So, und dann entscheiden wir uns, okay, ich gehe jetzt in das Feld der Liebe. Ich öffne mich für das Feld der Liebe. Ich tauche in das Feld der Liebe ein. So. Also, wenn du diese Entscheidung gefällt hast, am besten wäre es natürlich, du machst diese Entscheidung schriftlich. Das heißt, du setzt dich hin, hast gleich ein kleines Büchlein und schreibst da rein, dein Datum, die Uhrzeit. Und wenn du sagst, ach so, nee, jetzt schaue ich mir das Video an, danach noch ein anderes, ja, okay. Und dann schreib mal da ein Datum rein, ab wann du sagst, ab da entscheide ich mich dafür und die Uhrzeit. Also ist dein Date mit dir, ist eine Verabredung mit dir, ist ein Vertrag mit dir. Okay, wenn du das gemacht hast, dann musst du nichts anderes tun, als mental in das Feld der Liebe einzutauchen. Und das können wir in ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten. Wir alle haben schon mal Liebe erlebt, wir kennen Liebe. Auch wenn die dann vielleicht doof rausgegangen ist, weil es Veränderungen gab, die wir nicht akzeptieren wollten. Aber es gab Liebe in unserem Leben. Und das kann eine vielfache Form von Liebe sein. Es kann natürlich die Liebe unserer Eltern sein oder unserer Geschwister oder unseres ersten Freundes oder unseres Ehepartners oder unserer Kinder. Also es gibt natürlich viele, viele Formen. Es kann auch eine Freundin sein.
Und dann gehst du ganz bewusst mal in diese Liebe hinein. Die hast du mal gespürt, die gab es in deinem Leben. Und wir gehen nicht hinein, was daraus geworden ist. Denn ansonsten bist du wieder in dem Feld der Trauer, in dem Feld der Ablehnung, in dem Feld von Wut und Zorn und Zweifel. Nein, wir gehen ganz bewusst da hinein, wo du die Liebe gespürt hast, ganz intensiv gespürt hast. Und dieses Bild malst du dir aus. Da gehst du immer mehr hinein, lass vielleicht die Sätze wieder entstehen, die Situation entstehen, vielleicht gab es da ein Musikstück dazu. Dann gehst du immer mehr in dieses Feld hinein und spüre diese Liebe, denn du bist fähig, diese Liebe zu empfangen. Du bist fähig, diese Liebe auch in dir zu empfangen. Liebe ist auch ein Gefühl. Und wenn wir dieses Gefühl in uns erzeugen, spüren wir, es ist da. Du siehst, vielleicht hast du eine Situation rausgesucht, die ist vor 20 Jahren gewesen. Aber das Gefühl ist immer noch da. Du kannst es sofort spüren. Und du bist sofort in dieses Feld der Liebe eingetaucht. Mental, auf deinem Sofa, in dem du einfach nur da gesessen bist und hineingegangen bist. Wow. Und egal, ob es jetzt ein Tag war, wo du diese Liebe gespürt hast, eine Woche, ein Monat, ein Jahr. Vielleicht war es auch die Liebe zu einem Tier. Also spielt keine Rolle, was es ist. Es kann auch sein, dass es die Liebe zur Natur war. Du warst vielleicht irgendwo im Meer schwimmen und hast diese Allmacht der Natur gespürt. Also, und du siehst, obwohl du auf deinem Sofa sitzt und eigentlich eher in anderen Feldern eingetaucht warst, kannst du sofort in ein neues, anderes Feld eintauchen und in dir erzeugen. Also du kannst diese Liebe sofort erzeugen. Warum? Weil sie da ist. Alle Felder sind natürlich in uns angelegt. Alle. Wir sind alle Felder schon mal durchlaufen. In der Kindheit durchlaufen wir sowieso diese ganzen Felder. Scham, Schuld, Angst, Zweifel, all das. Also kennen wir all das. Alles ist in uns verankert. Und deswegen können wir auch all diese Bereiche in uns hochholen. Abrufen. Einfach so. Und gute Schauspieler zum Beispiel rufen Gefühle ab. Also wenn die zum Beispiel etwas spielen, dann erzeugen sie das nicht technisch. Manche vielleicht schon, aber dann glauben wir denen auch wenig. Ne? Wenn jemand einfach nur so tut, als wäre er traurig. Das sehen wir, das spüren wir. Aber manche Schauspieler gehen in Bilder hinein, die sie ganz persönlich erlebt haben und holen diese Trauer, dieses Gefühl wieder hoch. Oder das Gefühl der Liebe hoch. Also du siehst, all das ist in uns angelegt, jede Felder sind in uns angelegt und je nachdem, mit welchem Feld wir uns gerne beschäftigen wollen, dementsprechend spüren wir diese Gefühle, dementsprechend ist unsere Physiognomie anders und dementsprechend schaffen wir ein anderes Erleben um uns herum. Also das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass wir einfach mal anfangen, wie gehe ich eigentlich mit mir selber um? Mag ich mich eigentlich? Bin ich eigentlich nett zu mir? Bin ich eigentlich liebenswert zu mir? Und dann schau mal, wie gehst du denn so mit dir um so am Tag? Also schimpfst du mit dir? Bist du unzufrieden? Beachtest du dich vielleicht gar nicht? Bewertest du dich ständig? Gehst du schlecht mit dir um? Also ist doch egal, was du anziehst. Also wie gehst du mit dir um? Und das ist auch eine wundervolle Form, diese Liebe in uns zu erzeugen. Denn wenn wir achtlos mit uns umgehen, erwarten wir auch von der Außenwelt, dass sie achtlos mit uns umgeht. Und wenn wir wütend mit uns umgehen und uns beschimpfen, dann erwarten wir von der Außenwelt, dass sie uns ebenfalls etwas Ähnliches entgegenbringt. Also, wie gehst du normalerweise mit dir um? Beobachte das mal, schreib das mal auf. Einfach mal so eine Bestandsaufnahme. Was mache ich denn eigentlich für den ganzen Tag? Wenn ich vorm Spiegel stehe, was denke ich denn da? Oh Gott. Oder hey, du bist ja schön. Also was mache ich normalerweise? So. Und dann wandeln wir das mal. Dann ändern wir das mal. Und dann fangen wir mal an, uns anders zu behandeln. Auch wenn du jetzt im Lockdown vielleicht alleine zu Hause bist, kannst du dich anders behandeln. Vielleicht lobst du dich. Hey, hast du schön gemalt. Ah, das ist aber prima. Das gefällt mir aber. Wow. Jetzt habe ich aber einen schönen Platz hier. Und wenn du dich vom Spiegel stellst, dann sprich mit deinem Spiegelbild. Hey, da bist du ja. Mai, bist schön.
Ich mag dich. Du gefällst mir. Natürlich, die besondere Spiegelübung ist natürlich, nackt sich vor dem Spiegel hinzusetzen oder hinzustellen. Und auch nett zu sich sein. Mag dich. Schön bist du. Wundervoll bist du. Und normalerweise mögen wir ja gar nicht, was wir im Spiegel sehen. Ob angezogen oder nackt. Nackt mögen wir es noch weniger als angezogen, aber. Und da ist es ganz wichtig, das, was du im Spiegelbild siehst und wie du dich bewertest, das bist du für dich selber. Das ist nicht die pure Wahrheit, weil die pure Wahrheit, wir sind wundervoll. Jeder von uns ist außergewöhnlich, wundervoll, einmalig. Nur wir haben gelernt, uns zu bewerten. Da gibt es Maßstäbe da draußen. Und diesem Maßstab genügen wir nicht. Interessanterweise genügen anderen diesen Maßstäben, die sie aufgestellt haben. Alle müssen so sein, wer nicht so ist, ach, der ist ja minderwertig. Also ja, ich bin nicht so schlank, ich bin nicht so schön, ich bin nicht so adrett, oh, mein Gesicht ist nicht so ebenmäßig, ich bin auch nicht so erfolgreich wie andere. Und schon der Maßstab anderer ist für uns gültig. Wieso? Hallo? Warum sollte der für uns gültig sein? Ich habe doch meinen eigenen Maßstab. Und den können wir setzen. Und den können wir ganz technisch setzen, indem du einfach da im Spiegel anschaust und sagst, bah, bist du schön oder ich bin schön, ich mag mich, ich gefalle mir. Auch das ist eine Entscheidung. Und du wirst feststellen, wenn du das machst, kann es sein, dass du am Anfang sagst, na, das will ich eigentlich gar nicht, weil der Verstand, ja klar, der ist es nicht gewohnt, der ist unser größter Kritiker. Der versucht es gerne, also wenn der Verstand sich einschaltet, hat der mehrere Tricks auf Lager. Eins davon ist, es lächerlich zu machen. Was für eine lächerliche Übung. Oder es anders zu bewerten. Das hast du doch nicht nötig. Also komm, ich bitte dich. Oder wenn davon jemand erfährt, das ist ja peinlich. Ich habe mich da nackt vor dem Spiegel hingesetzt und gesagt, oh, bist du schön. Also das ist unser Verstand, der uns alles einbläut, nee, lass mal sein. Aber hier wissen wir, hier, Intuition, da wissen wir, hier auf der Herzenergie, da wissen wir. Schön wäre das schon. Also, wenn du dich vorm Spiegel hinsetzt, kann es sein, dass es am Anfang irgendwie so eine leichte Gegenwehr gibt. Ja, und? Bist ja alleine, weiß ja keiner. Also, setz dich mal hin, schau dich an und sag, ich mag dich, wie schön du bist. Ach, bist du wundervoll. Und du wirst sehen, dass nach kurzer Zeit etwas sich verändert, weil du in das Feld der Liebe eintauchst. Das Feld der Liebe zeigt sich in Selbstakzeptanz, in einer Form von schön, dass es mich gibt. Und da sind wir plötzlich tatsächlich im Feld der Liebe gelandet. Und du wirst sehen, dass diese Liebe jeden Tag zunimmt. Und klar, wenn wir uns selbst beginnen zu mögen, uns gut zu finden, wir haben ja Scheu davor zu sagen, zu lieben, Selbstliebe, oh. Selbstachtung, oh. So, Selbstakzeptanz. So. Aber wir sehen, wenn wir sagen, ja, ich mag mich jeden Tag ein bisschen mehr anschauen, werden wir feststellen, dass wir tatsächlich Selbstakzeptanz, Selbstliebe, Selbstachtung immer mehr wächst. Und wenn das in uns wächst, wächst es auch im Außen. Warum? Weil wir ins Feld der Liebe eintauchen. Wenn wir uns selbst bewerten, uns nicht mögen, uns doof finden, dann stürzt unsere Selbstachtung und Selbstanerkennung und Selbstakzeptanz, die stürzt ab. Dann erfahren wir von außen all das. Na klar, Anerkennung, hallo, Achtung, wieso denn? Aber wenn wir das in uns entwickeln, die Selbstakzeptanz, die Selbstachtung, die Anerkennung in uns selbst, dann wirst du sehen, dass von außen auch das kommt. Warum? Wir sind im Feld der Liebe. Du siehst, es gibt mehrere Formen, sich der Liebe zu nähern. Ganz wichtig, wir brauchen keinen anderen Menschen dazu. Denn wenn du jemanden anderen dazu brauchst, um diese Liebe zu entwickeln, bist du abhängig. Dann bist du ganz schnell im Feld der Angst. Oh, wenn der geht, dann habe ich keine Liebe mehr. In dem Moment, wo du es für dich selbst entwickelt hast, welcher Idiot soll denn dich verlassen? Warum auch? Da ist jemand, die ist wundervoll. Du
bist wundervoll. Wer soll dich denn dann verlassen? Wer soll denn dann gemein zu dir sein? Wieso? Das ist ja ein, boah, ist das ein schönes Wesen. Ah, wie schön ist es, Zeit mit ihr oder ihm verbringen zu dürfen. Es ist eine Bereicherung, mit diesem Menschen zusammen zu sein. Wow. Wir kennen solche Menschen. Und diese Menschen sind in der Liebe, im Feld der Liebe eingetaucht. Diese Menschen sind nicht arrogant. Diese Menschen sind nicht überheblich. Diese Menschen bewerten nicht, sondern die sind im Feld der Liebe. Und das gefällt uns. Und stell dir mal vor, wenn du im Feld der Liebe bist, ohne dass dir jemand anderer das sagt, ohne dass du darauf hechelst, sag mir bitte, sag mir, wie lieb du mich hast, sondern du bist einfach da. Stell dir mal vor, wie könnte deine Welt aussehen? Klar, wir wissen, wie sie aussieht. Eine Welt der emotionalen Fülle. Und das tun wir nochmal, indem wir uns einfach mal schauen, in welchen Feldern habe ich mich bisher aufgehalten. Okay, dankeschön. In welchem Feld möchte ich mich jetzt aufhalten? Okay, ich entscheide mich dazu, ich schreibe es mir auf. Und dann fängst du einfach an, entweder mental, geh in Gedanken, in Erlebnisse, in Situationen, wo Liebe stattgefunden hat. Oder du erzeugst Situationen, wo Liebe stattfindet. Das kannst du zum Beispiel auch in der Natur machen, indem du rausgehst. Und indem du, keine Ahnung, dich in einen Park setzt und die Natur gedanklich umarmst. Also es gibt viele Formen. Und wenn du jetzt sagst, ja, jetzt kommst du gleich noch mit Baum umarmen. Ja, warum nicht? Warum willst du nicht einen Baum umarmen? Wenn du meinst, da gewinnst du Kraft. Aber du kennst sicherlich, dass du von der Natur solche Liebesmomente schon erhalten hast. Wenn du irgendwo mal gesessen bist am Meer und die Sonne ging unter und denkst jetzt wieder rein, du hast sofort wieder dieses Gefühl, wow, klar, das war pure Liebe, es war im Feld der Liebe, war pures Sein. Also du siehst, wir haben eine Skala von solchen Momenten in unserem Leben, die wir abrufen können. Die sind in uns, wir müssen sie nicht mal irgendwie erfinden, wir müssen nicht so tun, als ob. Sie sind bereits in uns gespeichert, wir müssen sie nur wieder abrufen. Wenn wir in andere Felder eintauchen wollen, dann müssen wir einfach nur andere Dinge abrufen. Also möchtest du gerne in das Feld der Trauer eintauchen, dann musst du nur Momente der Trauer. Mein Gott, es war so schön und dann war es nicht mehr. Und dann tauchst du in dieses Feld ein. Du siehst, es ist immer eine Entscheidung. Auch in die anderen Felder tauchst du unbewusst bewusst ein. Und deswegen, ab jetzt entscheiden wir uns, einzutauchen in das Feld der Liebe. Du kannst es auch jetzt mit mir gemeinsam machen. Also jetzt die Entscheidung treffen. Okay? Also, können wir gemeinsam machen. Also wenn du meinst, okay, ja, ich möchte mich jetzt auch dazu entscheiden, dann schreibst du bitte in den Chat oder in den Kommentaren, jetzt entscheide ich mich, in das Feld der Liebe einzutreten. Jetzt. Okay, also. Gut, dann schauen wir uns beide mal in die Augen und sagen, ich entscheide mich jetzt, in das Feld der Liebe einzutreten. Und dann fang mal an. Und dann schau mal, wie Wunder sich plötzlich in deinem Leben auftun. Und dann schau mal, wie schön dein Leben sein kann. War schon immer so angelegt, war schon immer so gedacht. Haben wir einen kleinen Umweg gemacht? Haben wir mal andere Felder besucht? Oder sind bei anderen Feldern hängen geblieben? Macht ja nichts. Was denkst du denn, wie lange ich in anderen Feldern hängen geblieben bin? Also, willkommen im Club, ganz normal. Aber jetzt haben wir uns ja entschieden, in das Feld der Liebe einzutreten. Wie wundervoll. Spür das. Wenn das Video dir gefallen hat, dann teile es mit ganz vielen anderen. Lass die mal auch in das Feld der Liebe eintreten. Gib mir einen Daumen nach oben. Abonniere den Kanal. Schreib in die Kommentare hinein. Jetzt entscheide ich mich, in das Feld der Liebe einzutreten. Cool.
Und dann schreib mal, was alles passiert, wenn du das getan hast. Übrigens auch bei Partnerschaften, die nicht mehr so stabil sind, oder bei Partnerschaften, wo man sagt, naja, was, ich meine, gut, ein Jahr Lockdown hat natürlich auch schon mal ganz schön viel bewirkt, wenn man so eng aufeinander hockt. Und dann kann es schon mal sein, dass man da vielleicht zu eng aufeinander hockt. Und deswegen auch da, wirst du sehen, da gibt es plötzlich eine Veränderung. Und dann schreib mal, was sich verändert hat. Bin gespannt. In diesem Sinne, alles Liebe. Dein Pierre.